Ein langer Öffnungstag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Hier bei den Amadeus Junior Specials, hier in der Nürnberger Versicherungsarena in Lamprechtshausen. Die Öffnungsprüfung des European Youngster Cups U25 wurde soeben entschieden und einmal mehr mit einem schon sehr bekannten Gesicht als Sieger, nämlich Sascha Braun aus Deutschland. Sascha, du bist sozusagen auf deiner Abschiedstournee des European Youngster Cups das letzte Jahr. Aber hoch erfolgreich wieder in die Saison gestartet. Jetzt gerade wieder die Öffnungsprüfung mit deiner Serafina. Eindrucksvoll gewonnen. Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn man weiß, das ist das letzte Jahr? Es ist leider schade, weil die Tour macht sehr viel Spaß. Es gibt schöne Turniere. Alle Veranstalter sind nett. Es ist immer schön, mit den Leuten wieder zusammenzukommen. Und ich werde es dieses Jahr nochmal genießen. Ja, wir hatten heute einen Parcours vorgesetzt bekommen vom Franz Madl. Und das war wieder ein Parcours, der zwar von außen nicht so schwierig sich gezeigt hat, aber im Endeffekt bei den Reitern doch für einiges Kopfzerbrechen gesorgt hat. Woran ist gelegen? Nach dem Abgehen dachte man, es ist eigentlich schön zum Reinkommen, aber im Nachhinein mit dem Licht sprangen die Pferde doch etwas schüchtern. Und darum sind wir froh, wenn wir morgen Abend nochmal eine Flutlichtrunde drehen können, dass die Pferde einfach nochmal reinkommen für Samstag. Ja, wenn man schaut, beim Franz Madl, man hat das den ganzen Tag nicht beobachtet, ist die Zeit ein extremes Kriterium. Jetzt gerade im iCup war sie auch sehr eng bemessen. Ja, aber viele Reiter haben die erste Runde genutzt, um einfach ein bisschen reinzukommen, weil die Pferde doch ein bisschen geschaut haben. Ja, Cadbury auch mit Zeitfehlern geritten, beabsichtigt. Hast du Größeres vor mit dem, das dieses Wochenende? Ja, Cadbury ist am ersten Tag immer etwas schüchtern, sehr kuckig und darum kann ich da nichts riskieren, weil sonst ist er von der Rolle. Darum, er braucht immer eine ruhige Runde. Zum Schluss doch noch ein Fehler, aber das kann man heute verkraften. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, Endziel Salzburg? Natürlich, klar. Wenn man das letzte Jahr da starten darf, muss das Hauptziel sein. Dann wünschen wir dir, dass es vielleicht dann am Samstagabend dann klappt mit der Qualifikation. Hoffe ich doch. Vielen Dank.